Donnerstag in der ersten Oktoberwoche des Jahres und damit hallo und herzlich willkommen zu Lausitz TV. Los geht es heute mit einer schlechten Nachricht für alle Bücherwürmer. Für das beliebte Lesefestival Literatur auf der Parkbank geht das letzte Kapitel zu Ende. Literatur auf der Parkbank ist Geschichte. Das beliebte Lesefestival in Cottbus wird leider nicht fortgeführt. Die Veranstalter teilten mit, dass ein Förderantrag beim Kulturland Brandenburg abgelehnt wurde. In den vergangenen Jahren erhielt das Festival finanzielle Unterstützung vom Deutschen Literaturfonds Darmstadt. Trotz großer Beliebtheit beim Publikum und bei Autorinnen und Autoren erhielt der Antrag auf eine Förderung von 30.000 Euro für die Jahre 2024-2025 keine Zustimmung von der Jury. Bedauerlicherweise wird dieses bedeutende literarische Event in Cottbus somit vorerst nicht mehr stattfinden können. Bei einem Vorfahrtsunfall auf der Schopenhauer Straße in Cottbus wurde am Mittwochnachmittag ein Autofahrer verletzt. Gegen 17.15 Uhr waren zwei Pkw aufeinander getroffen. Die Schäden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden zunächst auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Versorgung seiner leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst lehnte einer der Fahrer ab. Helfende Hände kann dafür das Cottbuser Kindermusical gebrauchen, aber nicht unbedingt von Polizei und Rettungskräften, sondern von uns allen. Denn ein Umzug steht bevor. Am 14. Oktober ist es soweit. Nach der Kündigung der alten Räume hat das Kindermusical ein neues Zuhause gefunden. Das Ensemble des Cottbuser Kindermusicals zieht mit sämtlichen Bühnenbildern aus ihrem aktuellen Requisitenlager aus. Diese Mammutaufgabe benötigt dringend viele helfende Hände. Der Umzug wurde notwendig, da der Vermieter das alte Lager gekündigt hat. Nach einer langen Suche und dank großzügiger Sponsoren und Förderer wurde glücklicherweise ein neues Lager gefunden. Der Startschuss für den Umzug fällt um 9 Uhr in der Burger Chaussee 9. Wenn ihr helfen wollt, meldet euch einfach beim Cottbuser Kindermusical. Für Verpflegung ist gesorgt. Und viele helfende Hände machen der Arbeit bekanntlich schnell ein Ende. Engagement geht auf viele unterschiedliche Arten und Weisen. Mal ist es mit Anpacken beim Umzug, mal ist es Unfallhilfe. Die Johanniter sind für Engagement bekannt und das hat auch die Aufmerksamkeit von Studierenden der BTU auf sich gezogen. Diese haben ein Video erstellt und es uns netterweise zum Senden gegeben. Film ab für die Johanniter. Ich mache das eigentlich schon seit Kind auf. Mit zehn Jahren bin ich in die Jugendfeuerwehr gegangen. Seitdem bin ich quasi schon ehrenamtlich tätig. Und irgendwann, wo wir dann nach Cottbus gezogen sind, bin ich auch ehrenamtlich bei den Johannitern eingetreten, weil ich auch unter anderem auch bei den Johannitern schon arbeite. Also beim Ehrenamt kann man viele Dinge machen. Einmal, wie gesagt, ist es der Sanitätsdienst für Festivals, wie gesagt, und Stadion. Dann gibt es den Katastrophenschutz. Kann man auch ehrenamtlich machen für Großschadenslagen. Also wenn zum Beispiel, wo das mit der Ukraine war, haben wir zum Beispiel in der Messe da die Patientenversorgung übernommen. Auch die Rettungshundestaffel zum Beispiel kann man ehrenamtlich mit dabei sein. Da kann man auch seinen eigenen Hund mitbringen. Viele sind halt auch Fußballfans. Und es ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, wenn man halt direkt am Spielfeldrand unten steht, als wenn man im Block sitzt. Wir haben halt eine App dafür. Die hintergeht meistens 2 bis 3 Monate, wenn nicht sogar noch länger, schon im Voraus. Da sind die ganzen Termine drin, wenn man halt im Ehrenamt oder dergleichen halt Veranstaltung teilnehmen möchte. Kann man sich da halt eintragen. Also mit Familie ist eigentlich auch im Großen und Ganzen auch kein Problem. Man muss halt gucken, was ins Gleichgewicht bringt. Dass man halt nicht zu oft unbedingt, man will zwar sehr oft hier sein, man macht es ja halt nur mal mit Leib und Seele, aber man sollte dann doch schon mal 1 bis 2 Tage zu Hause verbringen. Also wenn man zu uns möchte ins Ehrenamt, geht ganz einfach und unkompliziert. Einfach eine E-Mail auf der Internetseite schreiben oder halt anrufen. Und Vorerfahrung braucht man eigentlich nicht. Das lernt man dann alles, wenn man wirklich möchte. Denn bei uns auch mit verschiedenen, sage ich mal, Seminaren, Lehrgängen, kann man das alles bei uns gerne auch erwerben. Denn wir bleiben engagiert im weiteren Verlauf der Sendung, gehen jetzt aber nach Spremberg. Dort wurden gestern neue Stolpersteine verlegt. Immer wieder werden neue Schicksale aufgedeckt oder weiter erkundet. Und keines darf in Vergessenheit geraten. Die Menschen und ihre Geschichten sind Teil der Region. Sie haben mitten in der Stadt gewohnt und waren ganz normale Nachbarn, Arbeitskollegen oder Freunde. Menschen wie das Ehepaar Ellen und Nathan Bernfeld.
Im NS-Regime wurden sie verfolgt, weil Nathan Bernfeld ein Jude war. Um an ihr Schicksal zu erinnern, verlegte der Künstler Gunter Demnig am Mittwoch zwei neue Stolpersteine. Die Initiative für diese Aktion ging von der Arbeitsgruppe Spurensuche Spremberg aus. Diese erforscht die Schicksale von Spremberger NS-Opfern. Nathan Bernfeld etwa war erfolgreicher Inhaber einer Textilfabrik. Die Nazis beschlagnahmten 1938 seinen Betrieb und kurz darauf wurde das Ehepaar von der Vermieterin auf die Straße gesetzt. Kurz vor Kriegsende musste Nathan Bernfeld Zwangsarbeit leisten. Dass er den NS-Terror überlebt hat, liegt wohl auch an seiner deutschen, nicht-jüdischen Ehefrau Ellen. Trotz massiver Repressalien ließ sie sich nicht von ihm scheiden. Nathan Bernfeld starb 1950. An sein Schicksal und das seiner Ehefrau zu erinnern, ist auch für die Pfarrerin Jette Förster ein wichtiges Anliegen. Sie ist selbst Mitglied der Arbeitsgruppe. Einmal ist es natürlich für uns ein deutliches Zeichen, wofür setzen wir uns heute ein, nämlich für eine Gesellschaft, die von Liebe und Achtung und Menschenwürde getragen ist. Aber gleichzeitig geht es uns natürlich auch darum, wirklich zu entdecken, wer waren diese vergessenen Menschen von damals, an die sich eigentlich niemand mehr erinnert, wo auch immer wieder Behauptungen kommen, in Spremberg hat es das nicht gegeben mit der Judenverfolgung oder es hätte hier keine Juden gegeben. Das stimmt einfach nicht. Es ist einfach in Vergessenheit geraten. Auch für das Ehepaar Clara und Salo Jakob wurden zwei neue Stolpersteine gesetzt. Sie waren Betreiber eines traditionsreichen Geschäftes in der Langen Straße. Angesichts des Nazi-Terrors flohen sie gemeinsam nach Breslau. Von dort wurden sie am 31. August 1942 ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort führten Kälte, Nahrungsmangel und Krankheiten zu hohen Todeszahlen. Auch Clara und Salo Jakob starben 1943 im Ghetto Theresienstadt. Im Land Brandenburg erinnern mittlerweile rund 1100 Stolpersteine an Schicksale wie das ihre. Europaweit verlegte Gunter Demnig seit 1992 bereits mehr als 100.000 Stolpersteine. Das Interesse von Angehörigen, von Schülern ist so groß, dass es einfach weitergeht. Also ich habe jetzt zwei neue Werkstätten eingerichtet, damit wir die Nachfrage überhaupt bewältigen können. Ich habe ja mal naiv gedacht, irgendwann wird es abebben, weil eben viele Steine liegen und es gibt eben Orte in Deutschland, die sind mehr oder weniger abgeschlossen. Aber es ist jetzt eine andere Generation, denke ich. Die Enkel, Urenkel, die wollen ihre Familiengeschichte kennenlernen und fragen nach. Und reisen an von wirklich, also die weiteste Anreise, die ich mal nach Köln hatte, war von Tasmanien. Weiter geht's nicht. Auf dem Weg zum nächsten Standort für einen neuen Stolperstein schlossen sich immer mehr Menschen an. Der Stolperstein ist Walter Lehmann gewidmet. Dessen Nachfahre Egbert Quast gewährte einen Einblick in seine Biografie. Walter Lehmann wurde von den Nazis wegen seines politischen Engagements verfolgt. Bereits in jungen Jahren trat er in die KPD ein und engagierte sich ab 1933 illegal in einer antifaschistischen Gruppe von Sozialisten. Wie sich bei den Recherchen der Arbeitsgruppe herausstellte, gab es in Spremberg einen ungewöhnlich großen antifaschistischen Widerstand. 1943 wurde Walter Lehmann von Bekannten verraten und schließlich verhaftet. Zuletzt war er im Zuchthaus Berlin-Alt-Moabit inhaftiert, wo er regelmäßig gefoltert wurde. Er starb im April 1944 mit nur 41 Jahren. Die vielen interessierten Menschen legten nach jüdischem Brauch Steine und Blumen zu seinem Andenken ab. Und was mich wirklich berührt hat, und ich habe immer noch Gänsehaut, ist die vielen Kinder, die vielen Jugendlichen, die hier sind, die sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen, die sagen, es ist nicht irgendwo passiert, sondern es ist in meiner Stadt passiert. Es ist dort passiert, wo ich tagtäglich vielleicht lang gehe, auf dem Weg zur Schule. Das waren Menschen, die Nachbarn waren, die Freunde waren, die Kollegen waren, denen das passiert ist. Und ja, wenn man sich etwas wünschen darf, dann ist es vielleicht die Wachsamkeit und ein eigenes moralisches Fundament, was uns in die Lage versetzt zu sagen, auf jeden Einzelnen kommt es an, auch zu widersprechen, auch aufzustehen, wenn Unrecht geschieht. Insgesamt sind bereits über 100 Menschen aus Spremberg bekannt, die von den Nazis verfolgt wurden. Zum Gedenken an die Reichspogromnacht werden ihre Namen am 9. November ab 18.30 Uhr auf dem Marktplatz verlesen. Anschließend gibt es einen Spaziergang entlang der Stolpersteine und anderer Orte im Stadtgebiet, die mit dem NS-Terror zusammenhängen. Auch mit dieser Aktion soll die Erinnerung an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte wachgehalten werden.
Geschichten und Stolpersteine gibt es auch in Cottbus. Erst gestern wurden 9 neue verlegt. Damit steigt die Zahl der in Cottbus auf der Straße festgehaltenen Schicksale auf 99. Die 100 konnte der Heimatverein noch nicht ganz voll machen. Es kostet 120 Euro, einen Stolperstein zu verlegen. Wenn ihr Interesse daran habt, das Gedächtnis an die Opfer des Nationalsozialismus zu erhalten, meldet euch einfach beim Heimatverein Cottbus. Die Aufarbeitung der Geschichte ist viel Arbeit und auch immer wieder eine emotionale Herausforderung. Von Herausforderungen wird uns auch heute in einer neuen Ausgabe Augenblick mal erzählt. Bleibt dafür einfach dran. Vorher verabschiede ich mich von euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Tschüss und bis dahin. Liebe Zuschauende, jede und jeder von uns erlebt Situationen, die wir alle als unangenehm empfinden. Das können Begegnungen mit schwierigen Menschen sein oder Aufgaben, denen wir uns nicht gewachsen fühlen. Wenn es irgendwie geht, versuchen wir, so etwas zu vermeiden. Doch ohne sie kommen wir nicht weiter. Vieles im Leben müssen wir einüben und uns darin bewähren. Auch wenn die meisten es gern verdrängen, ist es eine Wahrheit, dass auch Scheitern und Versagen zum Leben gehören. Niederlagen haben in unserer Kultur einen schlechten Stand. Und das, obwohl das Sprichwort weiß, dass man aus Fehlern lernt. Ich möchte Sie ermutigen, versuchen Sie, nicht jede schwierige Lage zu vermeiden. Stellen Sie sich den Aufgaben, wie Sie das Leben stellt. Und vor allem, bleiben Sie dran, geben Sie nicht auf und machen Sie das, was nicht gelingt, beim nächsten Mal besser. Auf diese Weise werden Sie schwierigen Momenten auch etwas Gutes abgewinnen können und später vielleicht sogar für die eine oder andere Herausforderung dankbar sein. Dankbar, dass Sie nicht gleich aufgegeben haben und dankbar für die Lebenserfahrung, die Ihnen wertvolle Einsichten schenkt. In der Bibel lesen wir eine Begebenheit, als sich der Erzvater Jakob auf eine schwierige Situation vorbereitet. Auf dem Weg dahin greift ihn ein Mann an, mit dem er erbittert kämpft. Nach zähem Ringen lässt er den Rivalen nicht einfach gehen, ohne zu fordern: Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Später sagt er darüber, dass ihm dort Gott begegnet wäre. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in den Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen Sie konfrontiert sind, auch Gutes entdecken können. Und vielleicht sagen Sie im Rückblick auch, dass Ihnen Gott begegnet ist. Möge Sie Gottes Friede weiterhin begleiten. Unser Klima, unsere Zukunft. 2/3 unserer Energie verbrauchen wir zu Hause beim Heizen. Deshalb investieren wir in Fernwärme und Heizungen mit erneuerbarer Energie. Mit passenden Förderungen. Diesen Weg gehen wir zusammen und lassen niemanden allein. Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne, Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0.
Kommen Sie zum extra langen Einkaufswochenende ins Möbelzentrum Großrieschen mit verkaufsoffenem Sonntag am 8. Oktober. Nutzen Sie jede Menge Sparknüller-Angebote in allen Abteilungen. Mit bis zu 33% Rabatt auf Möbel und Nobilia-Küchen gibt es zum halben Preis. Zusätzlich die 0% Finanzierung und Gratislieferung. Eine Kochshow mit Gratisverkostung gibt es am Sonntag. An diesem Wochenende natürlich auch Hüpfburg-Spaß für die Kleinen sowie Bratwurst und Brot für nur 1 €. Möbelzentrum Großrieschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96.
Küchengeißler, das Lieblingsküchenstudio der Lausitz.